Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, ja, YouTube-Video. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen großartigen Tutorial. Also großartig. Ja, doch, ich glaube, es ist schon ganz nett. Und zwar möchte ich euch heute hier einmal Schritt für Schritt zeigen, wie ihr euer Buch bei Amazon KDP einstellen könnt, damit es dann auf Amazon erhältlich ist. Also, wir gehen wirklich Schritt für Schritt vor und wir starten einmal, also das hier ist die Amazon KDP-Seite, wenn ihr eingeloggt seid. Ich habe euch hier unter diesem Video auch einmal verlinkt, direkt wo ihr zu Amazon KDP gelangt, damit ihr euch registrieren könnt, damit ihr euch dann hier auch anmelden könnt. Ne? Wichtig ist, alle Einstellungen, alles, was so euer Business betrifft, erstmal zu hinterlegen, eure Kontodaten hier im Profil bzw. hier auf der Plattform. Und dann könnt ihr hier schon loslegen und eure ersten Bücher. Also ihr seht, ich habe hier schon einige Bücher reingestellt und zeige euch dann gleich mal, wie das hier Schritt für Schritt geht. Zuallererst, ne, geht es erstmal darum, dass wir brauchen ein Cover separat und wir brauchen den Inhalt, also diesen Inhalt separat. Und ich zeige euch das jetzt mal anhand meines Dankbarkeitsjournals der etwas anderen Art. Und das ist so das verfluchte Dankbarkeitstagebuch für müde Mütter. So sieht mein Cover aus. Also ich habe mir das anhand von dem Amazon KDP Cover Rechner angelegt. Das ist wichtig, also ihr müsst dort einstellen, wie viele Seiten euer Buch hat, welche Bindung es hat und ja natürlich welches Format. Und daraufhin müsst ihr dann, ich mache das hier alles kostenlos in Canva, euer Design anlegen. Das habe ich in einem anderen separaten Video auch nochmal gezeigt. So, das haben wir jetzt gemacht. Wichtig ist, dass wir dann hier oben auf Teilen gehen, wir gehen auf Download und natürlich hier, wir sind bei PDF-Druck und geben dann hier aber das CMYK, das ist das Farbprofil für Drucke, ne, RGB, das ist der Farbraum für die digitale Nutzung und wir wollen aber CMYK, ganz, ganz wichtig. Und wir klicken auf Download und hier passiert dann schon was, dass es heruntergeladen wird. Damit haben wir unser Cover schon bereit. In der Zwischenzeit kann ich hier einmal zum Innenteil rübergehen. So sieht ihr bei mir aus. Was ich halt gemacht habe, das ist mein Anfangsteil. Und dieser Teil hier mit diesen beiden, das ist eine Doppelseite, die wiederholt sich bei mir dann immer wieder. Ne? Also diese, und ich mache das dann, ich habe das so gemacht, ich habe das als PDF, und das kann ich jetzt gleich machen, das lade ich einmal runter und dann kopiere ich mir eigentlich immer nur diese beiden Seiten immer wieder. Und das hier ist dann mein Endteil, meine Endseiten. Ich zeige euch gleich mal, wie dann mein fertiges Innenteil aussieht. Aber natürlich könnt ihr auch hier einfach, wir duplizieren diese Seite und wir duplizieren diese Seite. Und wichtig ist natürlich, wenn wir denn hier sind, ne, die sind jetzt hier doppelt und wir machen das einmal so und nee, so rum tauschen, ne, dass es immer wieder die gleichen Doppelseiten sind. Das können wir hier auch erkennbar machen. Ich habe es jetzt in meinem PDF-Programm einfach gemacht. Wir gehen auf Teilen, laden dann alles herunter, PDF-Druck und auch hier wieder CMYK-Nutzung. Hier drüben liegen dann meine beiden Dateien. Das ist einmal das Cover. Ne, das ist immer ein Umschlag. Das ist das falsche Cover. Achso, ich glaube, ich habe die Zahl. Das passiert mir tatsächlich manchmal. Also ich gehe mal auf Download und natürlich hier dann auch noch auswählen, welche Seite. So, und der Innenteil, der sieht dann so aus. Es sind dann 190 Seiten. Die ersten Seiten sind, bei mir wird es schwarz-weiß gedruckt. Ich habe es farbig gemacht, weil ich es gerne auch noch digital verwenden möchte. Aber in Amazon KDP werde ich dann einfach schwarz-weiß auswählen. Damit spart man sich tatsächlich enorm viel Druckkosten, die man dann eigentlich haben würde. Und da muss man immer so ein bisschen abwägen, ob man dann sein Buch in Farbe druckt oder halt nicht. Ich habe mich jetzt hier für dieses Dankbarkeitsjournal aber entschieden, dass ich das nicht in Farbe machen werde, sondern in Schwarz-Weiß. So sieht das Cover dann aus. Genau, so. Und das können wir jetzt dann, wenn wir das beides haben, können wir hier Amazon KDP aufmachen. So sieht dann eure Startseite aus. Das ist dann hier dieses Bücherregal und da werden dann alle eure Bücher gelistet. Hier steht dann, ne, welchen Status sie haben, ob sie live sind oder mein Kochbuch, was hier im Entwurf. Das kann man schon anlegen. Und dann hier, das hier wird veröffentlicht. Hier gibt es irgendwelche Probleme. Ich habe es in der E-Mail noch nicht so richtig verstanden. Ich habe hier zwei Sachen geändert, aber irgendwie ist es hier immer noch in der Überprüfung.
Und dann könnt ihr hier auf Erstellen gehen. Und dann sind es im Prinzip dann drei Seiten, durch die ihr durch müsst. Also ich mache ein Taschenbuch. Taschenbuch ist noch mit das günstigere, die günstigere Variante, aber es gibt auch gebundene Ausgaben, gerade für Kalender. Meine Kalender habe ich auch mit der gebundenen Ausgabe gemacht, die sind aber dann auch deutlich hochpreisiger, also deutlich, aber die kosten dann nicht 10 € im Schnitt oder 12 €, sondern die kosten dann 20 €, die 19,90 €, weil es auch einfach deutlich höhere Druckkosten sind. So sieht das Ganze dann aus. Ne, ihr müsst halt auswählen. Ihr könnt auf verschiedenen Amazon-Plattformen von hier aus euer Buch veröffentlichen. Ich mache es auf der deutschen Amazon-Plattform und also auf dem deutschen Amazon Marketplace in Deutsch. Dann kommt hier der Buchtitel rein und dann ist es aber wichtig mit Dankbarkeitstagebuch für müde Mütter. Hier ist es wichtig, dann mit Keywords zu arbeiten. Und da kann ich euch hier, also das ist dann nochmal ein extra Video mit den Keywords, weil wir hier nämlich die Stichwörter, also das sind die sogenannten Keywords oder Metadaten, je nachdem, wie ihr das bezeichnen würdet. Das sind die Wörter, die hier ihr, die müsst ihr verwenden, die auch wirklich gesucht werden. Und das ist aber ein komplett anderes Video, um da jetzt richtig ins Detail zu gehen. Also ihr habt ein Dankbarkeitstagebuch und dann könnt ihr hier Tagebuch reinschreiben, ne? Und dann ist es ein Dankbarkeitstagebuch für Erwachsene oder aber auch ist es ein Geschenk für Mütter. Das ist alles klein geschrieben, das reicht völlig aus. Und was es dann auch, es gibt, ich zeige euch jetzt einen kleinen Trick, den ihr machen könnt, also Trick wie Trick, sondern ein kleines Tool. Und da gehe ich jetzt mal auf meine Amazon-Seite, gehe hier auf Bücher. Und dann gebe ich hier mal Dankbarkeitstagebuch ein. Und dann gibt es von Self-Publishing Titans, den Link dazu findet ihr hier unter der Beschreibung. Wenn ihr ein Keyword eingebt, dann bekommt ihr hier eine Keyword Extension sozusagen. Hier werden jetzt Keywords gelistet, die vor allem gesucht werden von Amazon-Nutzern. Das ist dann hier für Erwachsene, für Jugendliche, mein Dankbarkeitstagebuch für Kinder, für Frauen und 5 Minuten Dankbarkeitstagebuch. So, und das ist natürlich total spannend, weil wir hier zum Beispiel das hier Dankbarkeitstagebuch für Frauen, das können wir hier dann auch noch reinschreiben. Dankbarkeitstagebuch für Frauen. Das ist ein sogenanntes Long-Tail-Keyword. Das ist ein Short-Tail-Keyword. Das heißt im Prinzip, ihr habt eure Positionierung noch mal ein bisschen genauer gemacht. Das ist nicht allgemein Dankbarkeitstagebuch, sondern Dankbarkeitstagebuch für Frauen. Alrighty, und dann können wir zum Beispiel 5 Minuten Dankbarkeitstagebuch, wenn man dieses Buch auch wirklich so ausfüllen kann. Hier könnt ihr dann auch noch mal schauen, was ihr dann hier auch noch benutzen könnt, welche für euch noch relevant sind an Keywords. Und diese Keywords, deswegen mache ich es immer so rum, erst suche ich die Keywords raus und dann schreibe ich meinen Titel. Also da mache ich mir auch schon vorher Gedanken, weil ich vielleicht hier dann gar nicht für müde Mütter nehme als Titel unbedingt, sondern vielleicht schreibe ich dann für Frauen, weil das halt ein Keyword ist, was wirklich gesucht wird und kann dann trotzdem hier meinen Titel so eine. Der Titel vom Buch ist ja so eine Dreckskacke. Dankbarkeitstagebuch für Frauen in nur 6 Minuten pro Tag ausfüllbar. So. Also es geht hier nicht darum, irgendwie ganz viele Keywords aneinander zu reihen im Titel, sondern es geht darum, auch einen angenehmen Titel. Er sollte auch nicht zu lang sein. Also ich glaube, das hier ist eine ganz gute Länge. Natürlich könnt ihr euch auch immer, wenn ihr dann hier Dankbarkeitstagebuch eingegeben habt, dann könnt ihr euch immer auch hier daran orientieren, was andere sehr erfolgreiche Tagebücher hier auch im Titel stehen haben. Ne? Daran könnt ihr euch so ein bisschen orientieren. Ihr solltet es nie kopieren, sondern immer nur als Anregung nehmen, welche
Ja, also wie euer Titel aussehen kann. So, oh, jetzt habe ich hier auch drauf geklickt. Dementsprechend sollte eure Beschreibung, die sollte gut lesbar zusammengefasst sein, worum geht es in eurem Buch und auch natürlich mit den Keywords. Also der Titel sollte nochmal vorkommen und natürlich diese Keywords, die ihr hier verwendet habt, die sollten hier auch nochmal vorkommen. Ja, ich mache jetzt hier einfach mal Dankbarkeits Tagebuch und ihr könnt auch, ich zeige euch das, dieses Buch, was ich hier habe, ist bei Amazon schon live. Da können wir dann einfach nochmal gucken, was ich hier als Beschreibung reingepackt habe. Darum soll es jetzt uns nicht gehen. Dann wichtig ist hier natürlich der Autor. Ihr könnt euch aber auch einfach ein Synonym oder einen Alias-Namen ausdenken und ihr müsst nicht euren kompletten Namen hier reinmachen. Ich habe hier auch meine Kalender. Die laufen zum Beispiel unter diesem Namen Magic Soul, weil die gar nicht so sehr mit mir in Verbindung gebracht werden sollen, sondern mit dem Stil und mit dem also mit dem Feeling einfach. Da habe ich so eine eigene kleine Marke an Büchern, also für meine Bücher aufgebaut. Von daher könnt ihr einfach ganz frei, da müsst ihr euch nicht vorher irgendwo registrieren. Ihr könnt einfach so wie einfach euch irgendwas ausdenken, wenn ihr wollt, als Name. Ne? Ich nehme jetzt hier meinen Namen, die Auflage, falls es die erste, zweite oder dritte ist. Und wichtig ist hier, diese Seiten, wenn ihr das einmal veröffentlicht habt, die sind dann, die könnt ihr dann nicht mehr ändern. Das ist wichtig. Also ihr könnt die Beschreibung, ich glaube, die kann man nochmal ändern. Aber hier so Titel und Name, das kann man dann nicht nochmal ändern. Hier wichtig, ich bin Inhaber des Urheberrechts. Hier diesen Haken nicht vergessen, aber ansonsten kommt ihr hier auch nicht weiter. Dann ist es ein Buch mit wenig Inhalt oder Großdruckbuch. Das Dankbarkeitsbuch ist ein Buch mit wenig Inhalt, weil sich die meisten Seiten nämlich wiederholen. Das ist ganz wichtig. Bei dem Kinderrätselbuch zum Beispiel ist es kein Buch mit wenig Inhalt, auch wenn grundsätzlich wenig Text drauf ist, aber jede Seite ist anders. Und das ist eigentlich so, da könnt ihr aber hier gerne nochmal nachlesen. Ne? So, hier einfach vielleicht nochmal raufklicken, nochmal googeln. Grundsätzlich halt Tagebücher, Notizbücher, Planer, das sind halt alles Sachen mit wenig Inhalt. Und aber so Kinderrätselbücher, allgemeine Rätselbücher, das sind dann schon wieder ganz normale Bücher. Und hier, ihr müsst diesen Klick dann setzen oder halt auch nicht, weil diese Bücher dann eine ISBN-Nummer erfordern, wenn sie keine Bücher mit wenig Inhalt sind. Und wenn sie wenig Inhalt haben, dann erfordern sie keine ISBN-Nummer. Und das Positive daran ist auch, sie unterliegen nicht der Buchpreisbindung. Das heißt, ihr könnt auch eure Planer dann als Aktion oder günstiger verkaufen oder. Das ist dann eigentlich ganz praktisch. Hier, enthält dieses Buch Ausdrücke, Szenen und Bilder, die nicht für Kinder unter 18 sind. Also Dreckskacke ist jetzt, glaube ich, nichts für. Ich habe einfach Nein angeklickt. Ich hoffe, das stimmt auch. Und da geht es eigentlich eher so um sexualisierte Sachen oder halt auch wirklich Gewaltsachen. Ja, genau. Das ist jetzt hier eine sehr, sehr spannende Geschichte. Da kann ich jetzt auch nicht so krass weit reingehen, weil ja, dieses Video natürlich dann unendlich lang wird. Ich mache es in der Regel unter Sachbüchern und dann gibt es hier eine Kategorie, die nennt sich Selbsthilfe. Da kann man das unter Allgemein, also jetzt gerade mein Dankbarkeitsbuch oder Kreativität ist noch. Da muss man sich so ein bisschen durchklicken, wo rein es passen könnte. Man kann jetzt hier, also da müsst ihr jetzt keine Angst haben, wenn ihr jetzt nicht 100% eure Kategorie findet, das habe ich auch manchmal, dann nehmt bitte eine Kategorie, die ungefähr passt für euch, ja, für euer Buch. Also da müsst ihr jetzt nicht so, da passiert jetzt nichts, wenn ihr eine falsche Kategorie gewählt habt oder die jetzt nicht ganz so 100% passend ist für euer Buch. Ihr werdet jetzt nicht irgendwie gebannt von Amazon oder so. Also da passiert dann halt nichts, da kommen keine Strafen oder so auf euch zu. Genau, man muss immer zwei auswählen. Ich mache mal Basteln, Hobbys jetzt und Selbsthilfe hatte ich, glaube ich, schon angeklickt. Ach nee, hatte ich wieder entklickt. Ach, Körper, Geist, Seele ist doch auch gut. So, die beiden Kategorien. Dann speichern und fortfahren. Dann kommen wir auf die zweite Seite und hier ist dann automatisch angeklickt, ohne ISBN veröffentlichen, weil wir vorher geklickt haben, ist mit wenig Inhalt. Wenn wir das nicht klicken, dann wird automatisch hier ISBN-Nummer von Amazon verwenden. Total praktisch, weil ansonsten müsste man kostenpflichtig noch ganz extra eine ISBN-Nummer kaufen und die dann auf das Buch setzen, also diesen Code, diesen ISBN-Code. Also das ist super, super praktisch, dass Amazon das alles übernimmt. Man kann hier auch, wenn das Buch, also wenn man das erst schon mal zum Beispiel schon mal im Verlag
veröffentlicht hat in einem kleinen Verlag oder so, dann kann man hier auch, wann es zuerst veröffentlicht wurde, das kann man hier reinsetzen, wenn man möchte. Genau, und hier ist dann Standardfarbe oder schwarz-weiß auf weißem Papier. Das ist normale Standard, das nehmen die meisten Bücher. Also die meisten wählen das für ihre Bücher aus, die meisten Self-Publishing-Autoren. Und dann hier das Format. Bei mir war es jetzt A5. Das ist ein eigenes Format, weil man kann hier auch Format selbst definieren. Ansonsten sollte man ein vorgegebenes Format. Das geht aber nur bei den Softcovern, bei gebundenen Ausgaben. Bei Hardcover-Büchern, da kann man nur aus den vorausgewählten Formaten wählen. Bei Softcover kann man auch ein eigenes Format setzen. Dann auswählen. Und genau, keinen Beschnitt. Das muss man zum Glück, oder wenn ihr Beschnitt habt in eurer PDF, das bedeutet für den Druck, wenn man da mit den 3 mm an jeder Seite Beschnitt arbeitet, wenn ihr das schon angelegt habt, so, dann solltet ihr es auf jeden Fall anklicken. Wenn es bei euch nicht ist, wie bei mir, ich habe das Buch einfach so auf dieses Format angelegt, ohne noch die 6 mm an den Seiten, also 3 an jeder Seite, zusätzlich zu machen. Also wir können hier das Taschenbuchcover, die meisten wählen matt. Ich glaube, kaum jemand wählt hier glänzend. Und da müssen wir nichts weiter. Dann können wir hier das Manuskript, das ist der Innenteil, der wird dann hier hochgeladen. Hier, wir können ein Buchcover gestalten im Cover Creator. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von, ich gestalte das immer in Canva. Und dann die druckfähige PDF, deswegen mit CMYK, mit dem Farbprofil, hier auch hineinladen. Und dann sind wir schon fertig. Und dann müssen wir hier, wenn das hochgeladen ist, drücken wir hier auf Vorschau starten. Und so sieht die Prüfung jetzt bei mir aus. Hier auch, mir werden Fehler angezeigt. Okay, ja, das hier habe ich häufiger mal. Ich lege das immer genau nach dem Coverrechner an. Und hier kann ich dann einfach klicken, lassen Sie uns Ihre Datei an das Format des Buches anpassen. Das mache ich dann immer einfach. Und da sind jetzt die anderen Probleme, sind dann auch direkt weggefallen. Das heißt, die Qualitätsprüfung hier ist alles schicki, alles feini. Dann kann ich alles hier einmal durchgehen und gucke, so sieht es nämlich jetzt auch in schwarz-weiß aus, mein Buch. Und ja, bin dann damit eigentlich auch fertig und kann dann das Buch hier freigeben. Und hier unten wird mir dann auch schon der Dollarpreis angezeigt pro Buch auf Amazon.com. Das heißt, nur die Druckkosten, die würden dann $3,13 kosten. Ich gehe dann noch auf Speichern und Fortfahren. Und das ist jetzt auch schon die letzte Seite. Ich möchte, man kann es in allen Ländern oder auch nur in ausgewählten Ländern veröffentlichen. Die meisten machen dann so alle Länder, dass es halt weltweit gekauft werden kann. Ich werde aber der primäre Shop, die primäre Plattform wird nicht Amazon.com sein, sondern .de. Und hier kann ich dann meinen Preis eingeben. Und hier müsst ihr dann jetzt gucken, mein Listenpreis. Ich zeige euch das mal. Also ich gebe jetzt mal 8,40 Euro ein. Ohne, werdet ihr es hier sehen, der Druck beläuft sich dann auf 2,88 Euro. Das bedeutet 2,16 Euro Tantiemen ist das, was mir dann gehört. Das ist das, wenn jemand dieses Buch kauft mit Print on Demand, da werde ich dann 2,16 Euro von erhalten, wenn das Buch 8,99 Euro kostet. So, wenn das Buch jetzt aber, sagen wir mal, 12 Euro, also 11 Euro, ich gebe mal 11,50 Euro ein. Das sind dann 12,30 Euro, warte mal, so mit 11,20 Euro. Hier, ich versuche immer hier auf diese, ne, dann sind es 11,98 Euro. Mit 11,20 Euro der Listenpreis, dann kostet es im Verkauf mit der Mehrwertsteuer auf Amazon dann 11,98 Euro. Der Druck bleibt ja gleich, ist klar. Aber wir haben natürlich hier ein bisschen mehr Geld übrig, 3,84 Euro. Das klingt schon ein bisschen besser. Das ist immer ganz unterschiedlich, wie viel Geld ihr pro Buch dann erwirtschaften wollt, weil ihr dürft auch nicht vergessen, bitte immer noch ein bisschen Geld zu kalkulieren für Werbemaßnahmen, okay? Also bietet es nicht zu günstig an, weil ihr werdet vielleicht auch mal Facebook-Werbung, mal Pinterest-Werbung mal vielleicht schalten müssen auf euer Buch oder auch schalten wollen oder mal ein Instagram-Shootout irgendwie oder das vielleicht mal jemanden, einen Influencer beauftragen, dem mal Geld geben, damit er euer Buch vielleicht mal vorstellt. Das sind alles so Sachen, die ihr mit einkalkulieren solltet.
Also 11,98 Euro ist, glaube ich, ein ganz guter Preis für das Buch. So könnt ihr das dann lassen und dann seid ihr schon fertig und könnt auf Taschenbuch veröffentlichen gehen. Ich habe dieses Taschenbuch ja schon veröffentlicht und kann dann hier, also bei mir ist es schon live, kann dann hier auf Amazon anzeigen, dann auf DE. Und dann seht ihr hier einmal, dass bei mir kostet das Taschenbuch 12,99 Euro im Verkauf. Und hier sind dann auch nochmal die Daten, die werden automatisch erstellt. Hier sind dann noch die Beschreibungen, von der ich ja vorhin gesprochen habe. Die habe ich jetzt hier natürlich noch hinzugefügt, als ich es veröffentlicht habe. Und nach einigen Tagen, das dauert immer so ein bisschen, gibt es dann auch die Option einen Blick ins Buch. Beziehungsweise bei Büchern mit wenig Inhalt ist es, glaube ich, nicht so. Da wird es nicht angezeigt, sondern nur bei Büchern, die eine ISBN-Nummer haben. Da gibt es dann auch so einen Blick ins Buch zum Beispiel. Okay, ja, hier gibt es noch die Möglichkeit, diese A+-Texte, das also A+-Inhalte. Man kann dann hier also noch Grafiken hinzufügen, um das alles noch so ein bisschen attraktiver zu gestalten. Und das war es dann aber schon. Und so, also es dauert ungefähr 2 bis 3 Tage. In der Regel ist immer ein bisschen je nach Account unterschiedlich, bis das Buch dann auch wirklich live ist, nachdem ihr es eingereicht habt. Ne? Also wichtig ist, alles nochmal zu kontrollieren. Und dann könnt ihr auf Freigeben gehen für euer Buch. Dann wird es geprüft von Amazon und dann, wie gesagt, 2 bis 3 Tage. Und dann könnt ihr hier schon, hier, dann ist es hier live geschaltet. Dann könnt ihr das hier sehen und ihr könnt dann auch auf Autorenexemplare anfordern. Und dann könnt ihr das zu dem Preis, also diese 2,88 Euro, die Druckpreis, die mir angezeigt wurden, für diesen Preis kann ich dann das Buch für mich selbst kaufen. Nicht für 12,99 Euro, sondern für 2,88 Euro, was ich ziemlich cool finde. Und dann könnt ihr vielleicht auch ja, Rezensionsexemplare darüber verschicken. Das ist nochmal eine ganz, ganz coole Sache. Okay, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Tutorial.